Dieser Sieg der Füchse gegen den mit 8:8 Punkten gestarteten Aufsteiger aus Erlangen ist ein wenig anders als die Erfolge zuvor, denn nicht ganz unbeteiligt sind daran Meteorter Peter Stochel und Spielmacher Peter Nenadic, zwei Akteure, die in dieser Spielzeit noch nicht zum Rampenlicht standen, wie beispielsweise zu Beginn der vergangenen Saison. Der Routinier-Kapitän und Fanliebling Peter Stochel zeichnet sich beispielsweise des Öfteren gegen Erlangens Rechtsaußen Ole Rammel aus, und der beste Torschütze der vergangenen Spielzeit, Peter Nenadic, findet immer irgendwie wieder einmal eine Lücke, durch die der Ball dann den Weg ins Tor findet. Sieg, das ist das Positive natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, Erlangen ist ein starker Gegner. Wir haben gewusst, das kommt nicht einfaches. Und wir haben uns, glaube ich, sehr gut vorbereitet. Und ich denke, das kann man sagen, dass wir haben das Spiel relativ ganze Zeit in den Griff gehabt. Ex-Fuchs Pavel Horak kann seinem Team in der Anfangsphase des Öfteren applaudieren, denn dieses kombiniert offensiv geduldig gut und packt in der Deckung entsprechend zu. Sein Trainer kann sich immer wieder über derart gute Kombinationen freuen, wie diese, die mit dem Treffer des gebürtigen Berliners und Ex-Fuchs Jonas Tümmler endet. Die Berliner hingegen setzen Akzente, wenn sie die Angriffe durchdacht und mit Bedacht bis zu Ende ausspielen. Am Ende dieser Kombinationskette trifft Matthias Sarrison. Und dann wird es ein wenig speziell, denn mit Drago Vukovic, Steffen Veth und Fabian Wiede müssen gleich drei Berliner mit Zeitstrafen zuschauen. Erlangen trifft zunächst. Doch dann, nachdem die Berliner wieder zu viert sind, erkämpft sich Abwehrchef Jakob Bejun zunächst den Ball und trifft fast in doppelter Unterzahl. Doch wie bei den Füchsen steht auch bei den Gästen die Latte am Ende des Angriffs. Und so kassieren die Berliner nur einen Treffer in dieser Unterzahlsituation, und Jakob Bejun hätte fast einen durchaus sehenswerten und technisch anspruchsvollen Treffer erzielt. Ich habe ihm oft gesagt, dass er soll oft werfen, dass er soll oft in Angriff gehen. Natürlich ist das schon für ihn schwierig, Angriff aber spielen, dass er schafft nicht mehr. Aber das ist große Schade, dass er nie getroffen hat. Im zweiten Durchgang setzt sich Peter Nenadic gefühlt gegen Erlangens halbe Deckung durch, und auch die Gäste treffen zu Beginn dieses Durchgangs. Doch dann kann Füchse-Coach Erlingor Richardson feststellen, dass Peter Stochel im Tor seines Teams zumeist am Ende der Angriffsbemühungen des Aufsteigers steht. Der Spielmacher erzielt dann nach fast 37 Minuten das 17:12, und somit haben die Füchse sich entsprechend abgesetzt. Unser Problem war eigentlich die ganze zweite Halbzeit und unsere verworfenen Chancen. Fast alle Bemühungen aus Erlangener Sicht wieder ranzukommen oder den Spielstand entsprechend zu verkürzen, enden mit Paraden von Peter Stochel. Eine Konstante im Spiel der Füchse ist bereits, wie schon seit Wochen, wenn er fit ist und nicht von Verletzungen geplagt wird, Europameister Fabian Wiede, 18:14. Eine weitere Episode im Duell Rammel gegen Stochel gewinnt der Kapitän der Füchse, der trotz geringerer Spielpraxis in den vergangenen Wochen da ist, wenn er gebraucht wird. Mental wichtig, sich konzentrieren auf die Situation. Wenn Trainer sagt, ja Peter, jetzt musst du rein. Und in der Situation der Mannschaft helfen. Er konzentriert sich auf die Bälle, die man halten soll. Ja, wenn ein, zwei Bälle Torwart hält, dann natürlich ist auch ein bisschen positiver gelaunt und dann hält ein paar Bälle mehr. In dieser Partie spielte Peter Stochel eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Gegen Flensburg am Mittwoch im Pokal wird die Verantwortung sich sicher auf alle Füchse Schultern gleich verteilen.